Mein letztes Video hat weitaus weniger polarisiert, als ich erwartet habe, aber ein Kommentar fiel mir ins Auge. Ich wollte schon länger über dieses Thema sprechen und der Kommentar erinnerte mich genau daran. Die Grundidee des Kommentars legitimiert nicht nur das beschriebene Verhalten gegen mich, sondern stellt auch in den Raum, dass Menschen wie ich und auch andere Minderheiten sich Rücksicht und anständige Behandlung verdienen müssen. Das ging mindestens mal in die Richtung Sozialdarwinismus. Zu diesem Begriff werde ich einige Quellen in die Beschreibung setzen. Ich werde nicht so tun, als hätte ich alle Antworten, aber nach diesem Video sollte klar sein, dass und wieso ich mich nicht für Ausgrenzung und Parallelstrukturen wie Förderschulen, die diese Ausgrenzung institutionalisieren, aussprechen kann. Dank meines Berufs habe ich das deutsche Schulsystem von beiden Seiten kennengelernt und deshalb glaube ich, dass mein Weg ein ganz anderer hätte sein können, wären die Rahmenbedingungen nicht so verhältnismäßig günstig gewesen. Ich hatte das Glück, eine gute Grundschulzeit zu haben, was zu einer Gymnasialempfehlung und später zum Abitur führte. Für dieses Szenario gehen wir davon aus, dass sich nur die äußeren Umstände ändern, genauer gesagt in zwei Punkten. Das Mobbing beginnt in der ersten Klasse statt in der fünften und meine Lehrer sind nicht halb so fähig, wie sie es wirklich waren. An meinen Fähigkeiten und meinem Charakter ändert sich hier nichts. Ich beginne diesen Weg weiterhin als etwas verträumter, aber nicht menschenscheuer Sechsjähriger, der genau weiß, zu wem er Kontakt suchen möchte und zu wem nicht. Wir wissen aus meinem Werdegang, dass ich mindestens zum Abitur fähig bin und ich wurde in meinem Leben drei IQ-Tests unterzogen, mit 10, 12 und 25, die auch belegen, dass es mir an kognitiven Fähigkeiten nicht mangelt. In dieser Zeitlinie würde aus den üblichen und zunächst harmlosen Hänseleien ohne tiefere Hintergedanken schnell ein System entstehen. Einige meiner Klassenkameraden hätten schnell rausgefunden, wie sie in mir Wut oder Panik hervorrufen können, der Rest macht mit oder schweigt. Mit diesem Wissen könnten sie mich jederzeit an meine Grenzen bringen und wenn die Lehrer dem keinen Einhalt gebieten, würde es darauf hinauslaufen, dass ich mich körperlich verteidige. Oder es zumindest versuche. Dies würde mir dann als Aggression ausgelegt. Diesen Teil muss ich mir nicht ausdenken, weil es genauso auf dem Gymnasium geschehen ist und vorher unbekannte Seiten meines Charakters nach außen brachte. Meine Klassenlehrerin würde zu dem Ergebnis kommen, dass der einfachste Weg, die Störungen zu beseitigen, wäre, mich loszuwerden. Auch das hat meine erste Klassenlehrerin am Gymnasium versucht. Mit anderen Worten, eine Versetzung an eine Förderschule. Meine Eltern hätten sich dem sicher widersetzt, aber selbst wenn sie diesen Kampf gewonnen hätten, hätte es klar kommuniziert, dass ich an dieser Schule von den Personen, denen ich vertrauen soll, nicht gewollt bin. Wäre mein Autismus in diesem Kontext diagnostiziert worden, hätte das sicher auch nicht geholfen. An einer Förderschule wäre ich entweder intellektuell verkümmert oder ich hätte es mir bequem gemacht. Ich hatte an der Grundschule schon das zweifelhafte Glück, für meinen Erfolg keinen Finger rühren zu müssen. Ich habe in diesen 4 Jahren nicht einmal gezielt für ein Diktat oder einen Test geübt, sodass ich auf die erhöhten Anforderungen und die schlechtere Begleitung am Gymnasium nicht vorbereitet war. Natürlich hätte ich in der Theorie später wieder auf eine Regelschule wechseln können, aber in der Praxis bereitet einen die Förderschule nicht darauf vor, es recht nicht auf die gymnasiale Oberstufe, die gänzlich als außerhalb der Reichweite von Förderschülern betrachtet wird. Es wäre nie das Ziel gewesen, dass ich überhaupt versuche, das Abitur zu machen. Wo wäre ich jetzt, wenn mir diese Chance verweigert worden wäre? Ich muss daran zweifeln, dass mein Weg mich dann in meinen gewählten Beruf geführt hätte. Man kann einen Menschen nicht 10 Jahre aus der Gesellschaft nehmen, in eine Parallelstruktur verfrachten und dann erwarten, dass er auf das Leben in der Gesellschaft vorbereitet ist. Solange es diese Parallelstrukturen gibt, wird es einfacher sein, Menschen dorthin zu schicken, statt sie zu integrieren. Und selbst wenn sie sich dort gut entwickeln, ist es einfacher, sie dort zu lassen. Mit anderen Worten, es ist eine Einbahnstraße. Selbst wenn ihr meiner Einschätzung zustimmt, könntet ihr entgegnen, dass nicht jeder Betroffene wie ich ist. Dass viele nur in diesen Parallelstrukturen funktionieren können. Aber diese Einstellung kann ich nicht mittragen. Ich hatte während meiner Ausbildung die Chance, an einer Förderschule zu arbeiten. Das war eine meiner prägendsten Erfahrungen, an die ich gerne zurückdenke und an die ich nur zu gerne anknüpfen würde. Vorgesehen war, dass ich mein Praktikum in der OGS mache, aber damit ich auf meine Stunden komme, habe ich vormittags die Lehrkräfte in einer der unteren Klassen unterstützt. Ich bekam die Idee, einigen Schülern Schach beizubringen, um ihnen eine Möglichkeit zu geben, darüber Beziehungen zueinander aufzubauen. Ursprünglich hatte ich nur 3 der 12 Schüler der Klasse vorgesehen, plus vielleicht 3 weitere, bei denen ich es mit enger Begleitung für möglich hielt. Sowohl ich als auch die Lehrer waren ziemlich überrascht, als ich mein Projekt innerhalb weniger Tage komplett verselbstständigte. Noch bevor ich richtig angefangen hatte, hatten das Schachbrett und die Figuren das Interesse mehrerer Schüler geweckt. Kinder, die sich sonst kaum konzentrieren konnten, bewiesen plötzlich ein beachtliches Durchhaltevermögen. Selbst ohne die Regeln zu kennen, wurde die Fantasie einiger Kinder beflügelt. Und auch mit Niederlagen wurde gut umgegangen, was in dieser Altersgruppe selbst bei Regelkindern nicht selbstverständlich ist. Rückwirkend betrachtet war Schach das perfekte Spiel für diese Kinder, auch wenn das zunächst nicht ins Bild passt. Es ist recht einfach zu verstehen, aber schwierig zu meistern. Die Regeln sind sehr klar.
Es gibt keine Hausregeln, die bei einem UNO oder Mensch-Ärger-Gedicht oft zu Streit führen. Wenn also nicht klar ist, ob ein Zug erlaubt ist, findet man darauf immer eine klare Antwort. Man hat etwas gelernt und jeder kann damit leben, weil die Regeln eben einfach so sind und niemand eine Variante durchsetzen kann, die ihn gerade begünstigt. Und es entscheidet auch kein Würfel, ob man gewinnt oder verliert. Alle relevanten Faktoren liegen in den Händen der Spieler. So macht ihr den Schüler selbst das Verlieren mehr Spaß, als in anderen Spielen zu gewinnen. Und zu gewinnen war etwas Besonderes. Am Ende konnte jedes Kind in dieser Klasse, egal welche Probleme es hatte, Schach spielen und jemand anderem erklären. Letzteres zum Teil sogar besser als ich es konnte. Das erzähle ich euch aber nicht zur Selbstbeweihräucherung, sondern um zu zeigen, dass es brandgefährlich ist, die Grenzen eines Kindes vordefinieren zu wollen. Mein Beispiel basierte darauf, dass sich an mir nichts ändert. Ich habe an diesen Kindern auch nichts geändert. Ich habe weder ihre Behinderungen geheilt, wenn sie welche hatten, noch habe ich ihre privaten Probleme gelöst. Der Unterschied, wieso diese Kinder mit mir diesen und auch andere Erfolge, die vorher unrealistisch schienen, erreichten, war ganz einfach. Ich habe an diese Kinder geglaubt und sie ermutigt, statt sie vor einem möglichen Scheitern schützen zu wollen. Diese Kinder bekamen die Chance, sich auszuprobieren mit dem Wissen, dass es okay ist, wenn es nicht klappt und das Spiel vielleicht auch gar nichts für sie ist. Ich war bereit, diesen Kindern dort zu begegnen, wo sie waren. Um nichts anderes geht es bei Inklusion, die nicht ohne Grund zu einem Menschenrecht erklärt wurde. Es geht um das Recht, mit behinderten Menschen aufwachsen zu dürfen, weil diese genauso wie jeder andere dazugehören. Es geht um das Recht, Dinge ausprobieren zu dürfen, die außer Reichweite zu liegen scheinen, um sich entweder selbst zu übertreffen oder zu scheitern. Es heißt, Fehler und Niederlagen lehren uns mehr als Erfolge und Siege. Und genau deshalb darf man Menschen vor Ersterem nicht schützen, wenn es bedeutet, sie davon abzuhalten, etwas überhaupt zu versuchen. Um es mit den Worten von Jean-Luc Picard zu sagen: Ich würde nicht mit dem Wissen leben wollen, dass meine Zukunft bereits geschrieben, meine Grenzen bereits festgelegt wurden. Ich betreibe diesen Kanal nicht, weil ich das Gefühl habe, beweisen zu müssen, dass ich es wert bin, als Mensch respektiert zu werden. Das musste ich mir nicht verdienen. Und das sollte auch sonst niemand müssen.